Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. 21. Spieltag Frankfurt-Bochum. Ich bin hier schon am Hauptbahnhof. Geht jetzt auch Richtung Stadion. Guckt, was ich euch alles zeigen kann. Checkt gerne meine Social-Media-Kanäle ab und let's go. So, bin jetzt endlich im Stadion drin. Hier gibt es so einige Foodtrucks. Ich sehe 1, 2, 3, 4 Foodtrucks. Und hier gibt es eigentlich Verschiedenes. Hier in dem Foodtruck gibt es Pizza. Da hinten gibt es Burger, hier gibt es irgendwas Frittiertes und da hinten weiß ich nicht. Aber das Problem ist, 10 Euro für einen Burger, ey, das ist viel zu teuer, viel zu teuer. Kann ich nie empfehlen. 10 Euro ein Burger, was ist das für ein Fleisch? Meiner Meinung nach sind es genau die Sachen, die bei uns im Stadion so fehlen. So Pommes, Pizza, Burger. Ja, ich würde auch gerne mal so eine Pommes während dem Spiel essen. Wie seht ihr das? Seid ihr so Wurstliebhaber und findet ihr, das reicht, was wir so bei uns im Stadion verkaufen? Oder würdet ihr es auch füllen, wenn es so viele Stände geben würde, wo es einiges an Essen gibt? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, bin jetzt im Stadion drin. Wow, ganz ehrlich, was ist das für ein geiles Stadion? Unglaublich. Let's go, bin mega hyped. Ich bin gespannt. Mein Kopf sagt mir 1-1, mein Herz sagt mir 2-1 für uns. Ich bin gespannt. Ich hoffe auf 3 Punkte. Viel Spaß. So, und wie immer nehmen wir den Anschluss mit. Let's go. Come on, Mann. Einmal auswärts, 3 Punkte. Komm. Stein! Nicht schießen lassen. Wir dürfen uns nicht unter Druck setzen lassen, das ist wichtig. Stark, Junge, stark! Mach ihn! Nein! Auf der Linie hat er ihn gerettet. Mann, schade. Mach ihn! So eine dicke Chance wieder. Mann! 1-0 Frankfurt, hab ich nicht drauf. Mein Gott, kam gerade von der Toilette. Fängt schon gut an. Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Sofort 1-1! Geil! Es soll einfach noch nicht sein, ja. Haben wir so Glück, dass er den nicht richtig trifft. Ohne Scheiße. Gut gemacht von Bernardo, aber ich verstehe nicht, warum sind wir so offen, die Schweizer Käse. Da sind überall ohne Ende große Lücken. Das kann doch nicht sein. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Komm, weiter, weiter!
unheimlich viel Schweine. Ich weiß auch, was wird sein. Ja! So, Freunde, das war's mit dem Video. Ja, mein Kopf hatte recht. 1-1. Leider. Fast das 2-1 für uns gefallen. Aber, Dankeschön, Jungs. Und ja, wir sehen uns dann gegen Bayern zu Hause. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Viel Spaß. Ciao, ciao.